Sega. Und damit willkommen zu einem kleinen Bonusprojekt. Dieses Mal nicht mit Sonic Generations, sondern mit einer Mod für Sonic Generations, nämlich Unleashed Project. Da es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass ich je Sonic Unleashed Let's Playen werde, auch wenn ich das Spiel für die Wii habe. Selbst wenn ich eine Capture-Karte hätte, glaube ich nicht, dass ich das Spiel nochmal spielen würde. Deshalb kann ich auch eigentlich das hier direkt spielen. Ich habe alle Stages schon gespielt. Und bevor sich jemand darüber aufregt, dass ich nicht so gute Zeiten kriege, das ist wesentlich schwieriger als in normalen Generations. Da kriegt man nicht einfach mal einen S-Rang hinterhergeschmissen. Und ich hoffe, dass es nicht abstürzt. Was manchmal passieren kann, ich bin noch nicht ganz sicher warum. Bei meinem ersten Durchspielen ist es aber nicht passiert, deshalb kann es auch sein, dass alles gut geht. Und was man hier vielleicht noch anmerken sollte, man bekommt so viele Ringe. Also ihr seht, ich habe 35 Leben, ich habe kein einziges von denen irgendwie gekauft. Das kriegt man alles hier hinterhergeworfen. Ich hasse das ein bisschen mit dem... Hier, sowas hasse ich. Und 30 FPS helfen hier irgendwie gar nicht. Beim normalen Generations ging es noch, aber hier macht sich das schon eher bemerkbar. Weil ich glaube, Unleashed Project ist ein bisschen... Es zieht, glaube ich, ein bisschen mehr Leistung. Wobei es, glaube ich, auch eine Version gibt für Low-PCs. Kannst du vielleicht nicht, danke. Ach, wieso falle ich auch noch drauf rein? Ah, ich höre den Zielring. Also es ist nicht ganz so einfach wie im normalen Generations. Und mir ist gerade eingefallen, ich habe was vergessen zu tun, deshalb muss ich nochmal gerade die Aufnahme unterbrechen. Okay. Ich habe noch gerade eine alte Rohaufnahme von Sonic Generations gelöscht, damit mir der Platz nicht ausgeht. Sind übrigens, glaube ich, 8 Stages und alles nur mit Modern Sonic. Einfach die ganzen Tagesstages aus Sonic Unleashed. So was ähnliches ist auch für Sonic 06, glaube ich, in Arbeit. Und ich weiß jetzt nicht, ob noch andere in Arbeit sind, aber ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Projekte. Aber ich glaube, der Vorreiter ist halt wirklich Unleashed Project. Weil dafür auch ursprünglich die ganzen Tools gemacht wurden. Thank you.
Das war gerade doof, aber das passiert mir hier irgendwie immer einmal. Das war erst recht doof. Ja, also ich hätte gerade noch locker den A-Rang schaffen können, aber das hat mich gerade immer ganze 30 Sekunden gekostet, was ich da veranstaltet habe. Aber immerhin 218 Ringe. Und hier habe ich vorhin sogar einen A-Rang geschafft, aber das wurde nicht gespeichert, weil mir das Spiel dann abgestürzt ist. Mal gucken, ob ich das dieses Mal wieder hinbekomme. Das hier finde ich auch, ich finde diese ganze Sliding-Geschichte. Dann slidet man so eine halbe Minute da durch. Das ist echt total sinnlos. Gleich kommt noch so eine ähnliche Sequenz und da kommen immer wieder neue von den Laserrobotern. Das heißt, die wird man nicht so leicht los. Da muss man dann wirklich halt auch ausweichen. Nice. Wow, ich bin ganze 27 Sekunden voraus. Thank you.
Und? Sogar ein A-Rang. Habe ich es ja doch geschafft. Ach, das habe ich in Unleashed auch so gehasst. Und das war jetzt einfach nur doof. Ich finde es auch beeindruckend, wie sie wirklich die ganzen Sachen aus den originalen Unleashed-Level nachgebaut haben. Weil ich glaube, ein paar von den Sachen kann man mit den Generations-Mechaniken nachmachen und ich glaube, ein paar aber nicht. Ich weiß nicht genau, wie die alles gemacht haben. Ein paar Sachen, weiß ich, haben sie wahrscheinlich umgeskinnt, damit es anders aussieht, aber im Prinzip genau das macht, was es in Generations auch macht. Das hier war einfach nur doof. Aber bei ein paar Dingen denke ich mir so, da müssen die irgendwas doch ein bisschen selber gemacht haben, weil... Ich kann mich bei ein paar Dingen halt wirklich nicht erinnern, dass das mal in Generations irgendwie wichtig war. Wobei ich jetzt auch gerade nicht weiß, was. Vielleicht fällt es mir ein, wenn ich sowas sehe. Und hat hier wirklich schön viele Pfade. Man muss wirklich auch den effizientesten nehmen, damit man irgendwie einen S-Rang bekommen kann. So, das hier war eine etwas spannendere Geschichte. Die Dinge habe ich auch gehasst.
Das. Hätte ich das schaffen können? In der Mitte war eine Bombe und links und rechts waren die Laser. Ja, und da ich gestorben bin, natürlich jetzt auch kein B-Rang. Es ist schon schwieriger als normales Generations. Okay, die Dinger, man muss schon wissen, dass eine Gefahr kommt, damit man auch nach vorne schaut, weil sonst rechnet man nicht damit, dass es irgendeine Gefahr kommt, die man mit Boost nicht halt nicht schafft. Außer halt, also weil zumindest ich denke meistens so. Weil meistens ist es halt auch so. Wenn du boostest, bist du eigentlich ja gegen fast alles immun. So, hier bin ich beim ersten Run eigentlich ziemlich oft gestorben. So, irgendwo, genau da ist der Schalter. Und ich glaube, Turbo kostet wesentlich mehr, wenn man in diesem Schlitten sitzt, oder was das sein soll. Soviel zum Thema Perfect. Ich bin kein großer Freund von diesem Ding. Aber das Schlimme ist, bei der Wii steuert man noch mit Bewegungssteuerung. Also, glaube ich zumindest. Zumindest wurden Boosts immer durch Bewegungssteuerung ausgelöst und hatten halt eine genau festgelegte Dauer. Und das Problem an der Sache war, manchmal hat man einfach einen Boost ausgelöst, wenn man es nicht wollte, und manchmal hat man einen Boost nicht ausgelöst, wenn man es eigentlich wollte. Was war das bitte? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier boosten muss, um auf dem Wasser laufen zu können. Ich meine, in Sonic Generations war es durchgehend so. Ah, roter Ring. Dann nicht.